Ja, Daniel Flottmann, 2:2 hier im Heimspiel gegen Sonnenhof Groß Asbach nach einer sehr starken Leistung eigentlich. Am Ende steht man trotzdem mit nur einem Punkt da. Was sagt man speziell zu der Schlussphase? Zum Spiel, 2:2 verloren, schätze ich mal so, gefühlt. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz, also, ne? Weil wir ja ein paar negative Erlebnisse in letzter Zeit hatten und heute, glaube ich, eigentlich schon auf dem richtigen Weg waren und die richtige Antwort gegeben haben, nur das Ergebnis passt heute leider nicht dazu. Und klar, ist, glaube ich, im ersten Augenblick jetzt die Enttäuschung, auch ein bisschen Wut dabei, weil vielleicht nicht alles so gelaufen ist, wie das normalerweise im Fußball so abläuft, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber ich muss sagen, wir sind auf dem richtigen Weg und ich merke, dass die Mannschaft auch nicht will und Moral hat. Und ich glaube, das hat heute jeder, der im Stadion war, auch gesehen. Was meinst du mit Wut genau? Ja, Wut auf ein paar Entscheidungen, die anders gefällt wurden, als wir das gerne gehabt hätten. Ihr habt eine sehr starke Leistung gehabt, ich sag mal bis zur 80. Minute, hättet auch höher führen können. Ja. Was hat denn trotz der zwei späten Gegentore jetzt defensiv trotzdem ganz gut funktioniert? Ja, ich glaube schon, also mit 80 Minuten finde ich nicht. Wir hatten danach eine Druckphase, klar, gegen uns, was ja normal ist, wenn die dann in Überzahl sind, bei dem Wetter und dann hohen Bällen, langen Bällen. Die werden ja immer gefährlich, weil die auch ein paar Ochsen dabei hatten, aber so richtig Fehler sehe ich bei uns nicht. Was wir verbessern können, ist sicherlich, dass wir da uns früher belohnen für unsere Torchancen, die wir uns rausspielen. Und das ganz vorsichtig zu sagen, sind wir da natürlich enttäuscht. Aber ich weiß, dass so viel Arbeit, so viel Aufwand belohnt wird. Was nimmt man als Positives mit für die Partie am Sonntag? Genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Wir sind drauf und dran, uns dafür zu belohnen, dass wir jede Menge Arbeit unter der Woche reinstecken. Danke dir. Ja, Kauli, 2:2 hier im Heimspiel gegen Sonnenhof Groß Asbach. Ein Punkt gewonnen. Der Flotti hat aber gerade gesagt, man hat hier 2:2 verloren. Wie bewertest du das Spiel? Ja, ich finde, wir waren eigentlich fast das ganze Spiel über besser. Ja. Haben vorne am Ende die Chancen nicht gemacht und hinten nicht konsequent verteidigt. Und dann haben wir die 2 Gegentore kassiert. Ich habe gerade schon gehört, man hat bis zur 87. Minute eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Was ist danach passiert? Ja, wie gesagt, ich fand auch, wir hatten die meisten Chancen. Wir hatten ja gar keine richtigen Torchancen. Wir hatten auch mehr Ballbesitz, denke ich mal. Aber am Ende nicht aggressiv genug verteidigt und ja, unsere Chancen waren nicht ausgenutzt. Nachdem man jetzt 3 Spiele verloren hat, hat man hier trotzdem eine gute Leistungszeit gepunktet. Was nimmt man mit für das Spiel am Sonntag? Ja, so, wenn wir so weitermachen, denke ich auf jeden Fall, dass wir jetzt ein besseres Spiel machen gegen Samstag gegen Stuttgart. Ja, und diese Woche müssen wir arbeiten am Abschluss. Oder? Auf jeden Fall. Aber es ist schon mal positiv, dass wir eine bessere Leistung machen. Danke dir. Ja, Uwe, 2:2 hier gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach, den Ausgleich in der letzten Minute kassiert. Die Fortuna hat ein gutes Heimspiel gezeigt, lange Zeit. Inwiefern ist es frustrierend, dass man sich für diese gute Leistung nicht mit 3 Punkten belohnen konnte? Ja, ich glaube, in Summe muss man sagen, dass wenn man eine solche Leistung bringt, dass die am Ende mit 3 Punkten belohnt werden muss. Vor allen Dingen deswegen, weil die Leistung nicht nur in Ordnung war, sondern weil wir wirklich 400-500%ige Möglichkeiten vergeben haben. Ich hatte so für mich das Gefühl, mit dem 2:0 ist noch mehr Sicherheit in unsere Abläufe gekommen und wir haben schon noch entscheidende Konter gesetzt, aber es versäumte letztendlich nachhaltig aufs dritte Tor zu spielen. Darüber hinaus war es natürlich dann unglücklich, dass wir in Unterzahl zu Ende spielen mussten. Am Ende muss ich mir den Vorwurf machen, dass ich schneller reagiert habe. Ich habe in der Situation oder in der Phase eigentlich keine Situation gesehen, in der es irgendwo zu engen Zweikämpfen, vor allen Dingen der Gelbsünder gekommen wäre, Engelmann, Pazurek durch Meckern in der ersten Halbzeit und Hamdi waren ja vorbelastet. Aber ich glaube, wir haben das alles sehr, sehr sauber gelöst. Das Hamdi in der Situation dann quasi mit seinem zweiten Foul, wenn auch berechtigt, mit Sicherheit in Summe, weil der Schiedsrichter das Hakeln vorher nicht gepfiffen hat, gegen ihn vom Platz stellt. Das war dann mit Sicherheit auch gerechtfertigt, wenn man es so bewertet. Mit 10 Mann gab es aber trotzdem in der Phase jetzt keine Notwendigkeit, irgendwo in Sorge zu sein. Ganz im Gegenteil, Marco Königs hat dann sogar noch die Riesenmöglichkeit, das 3:0 zu erzielen. Und ich denke, dann wäre auch tatsächlich das Ding zugewesen und wir hätten uns jetzt ganz, ganz viel in der Analyse erspart, was natürlich uns jetzt auf die Füße fällt. In Summe muss man erstmal sagen, ich glaube, wir haben in den letzten beiden Spielen eine sehr, sehr gute Reaktion auf 2 desaströs schlechte Spiele gezeigt. Das war jetzt wieder Fortuna-like.
In Summe muss man sagen, dass wir aufgrund der beiden Leistungen mit Sicherheit deutlich mehr verdient hätten als einen Punkt, aber das müssen wir jetzt so annehmen. In Summe muss man eben auch sagen, dass eine unfassbar hohe Zahl an Gegentoren steht, auch wenn die heute in Unterzahl gefallen ist, aber am Ende hast du zu Hause wieder zwei Gegentore bekommen. Jetzt könnte man ketzerisch sagen, das Spiel hätte heute schon deutlich früher entschieden sein können, das Spiel in Münster hätte ganz klar 2-1 für uns stehen müssen, bevor die überhaupt mal wieder in unseren Strafraum kommen. Das ist nicht so und dann müssen wir eben noch mehr arbeiten und noch härter an Defensivabläufen arbeiten, um eine solche Führung dann auch mal über die Runden zu bringen. Ich habe lange Zeit von Groß Asbach auch keine richtige Möglichkeit gesehen, außer einen Versuch vom Rühle. Wie hast du die letzten 10 Minuten gesehen? Ja, ich sag's nochmal, natürlich kommt eine andere Dynamik in ein solches Spiel, wenn eine Mannschaft in Überzahl spielt, trotz eines 0-2-Rückstandes, was mit Sicherheit eine komplett verändernde Situation war, wie ich es so von Groß Asbach so auch noch nicht gesehen habe, war eben die Tatsache, dass die dann den Innenverteidiger Leist, einen sehr großgewachsenen Spieler, ins Sturmzentrum gestellt haben und haben sehr, sehr viel mit Crossbällen, langen Bällen gespielt. Das ist überhaupt nicht deren Art. Und dann muss man eben sagen, und die kommt uns eigentlich dann sehr entgegen. Also in der Phase hatte ich das Gefühl, okay, die wollen jetzt ein Powerplay aufziehen, aber mit langen Bällen, das ist eigentlich die Spielart, die uns deutlich mehr liegt. Und dort haben wir mit dem Dreieck Hörnisch, Flottmann, Pazurek eigentlich immer die Lufthoheit. Und man hat, glaube ich, auch in der Phase gemerkt, dass es uns relativ leicht gefallen ist, auch in Unterzahl den Gegner zum Stehen zu bringen und selbst gute Konter zu fahren. Nochmal, wir waren dann in dieser einen Situation irritiert oder nicht achtsam und Groß Asbach kam zum Anschluss. Und dann gab es eine große Zahl an Standardsituationen, wie das in Unterzahl dann eben der Fall ist. Und ja, am Ende haben wir uns eigentlich ja schon in die Nachspielzeit gerettet und das Spiel war eigentlich durch und dann hätte es nur noch eines Fouls bedurft oder eines Balles, den man irgendwo in der Eckfahne ins Aus schießt, um dann eine Situation zu kreieren, wo du pressen kannst oder den Ball irgendwo in der Ecke des Gegners hältst, dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Aber das sind alles Konjunktive, die nicht gegriffen haben. Am Ende bleibt ein Punkt. Ich glaube, jetzt gilt es uns sehr, sehr stark an der Art, wie wir gespielt haben, zu orientieren. Jetzt gilt es intelligent zu regenerieren und letztendlich das Ergebnis aus den Köpfen zu kriegen. Aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, in den Köpfen zu behalten, das ist für mich der absolute Schlüssel. Du hast gerade diesen Fortuna-Spielstil angesprochen. Ich fand so ein bisschen sinnbildlich war der Hamdi, der sehr präsent war, sehr lauffreudig. Ja. Hat auch ein Tor gemacht. Wie ärgerlich ist es für ihn persönlich, dass er mit so einem persönlichen Negativerlebnis auch noch rausgeht? Naja, es ist jetzt super ärgerlich, weil er ist neben Chris Andersen eben unser Umschaltspieler auf der 8, der diese Position in unserem System mit Sicherheit sehr, sehr gut spielen kann. Er wird uns jetzt im nächsten Spiel fehlen und Christopher Andersen ist noch weit weg von der Rückkehr. Insofern ist das jetzt erstmal für mich natürlich eine Situation, die ich auch sportlich, aufstellungstechnisch lösen muss. Das tut uns nicht gut. Ich glaube, der Hamdi hat aus dem näheren Umfeld und er kriegt das, denke ich, am Ende auch mit. Hat er auch ziemlich viel auf die Nase bekommen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass er so ein Stück weit sinnbildlich dafür stehen soll, dass Dinge nicht mehr gut funktionieren oder es möglicherweise nicht reicht. Ich halte Hamdi für einen sehr veranlagten Spieler, für einen sehr, sehr wichtigen Mannschaftsspieler, der nach seiner Rückkehr vom ersten Tag an hier hervorragend funktioniert hat. Und ich glaube, er hat heute ein Stück weit auch mit einer gewissen Wut im Bauch gespielt und hat da ein absolut vorzeigbares Spiel gemacht. Es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, ob wir im 11 gegen 11 eine solche Situation dann noch erlebt hätten. Nochmal, es gab ausreichend Möglichkeiten, auch von Hamdi, dann das Spiel vorher zu entscheiden. Und ich glaube, das wäre ja schon ein extremer Brustlöser gewesen, wenn wir hier mal 3-0, 4-0 in Führung liegen. Und nochmal, das sind ja keine Dinge, die ich irgendwo von weit her hole, sondern die waren faktisch möglich und dann würden wir den ganzen Kram jetzt nicht diskutieren. So ist es eine gefühlte Niederlage, die uns aber erstmal, und das war das absolute Minimalziel heute, natürlich von einem Abstiegsplatz wegbringt. Und ich glaube, nochmal auf der Leistung können wir aufbauen. Danke dir.